Herzlich willkommen zum nächsten Ernährungstipp. Ja, in dem heutigen Tipp geht es darum, eine Möglichkeit kennenzulernen, mit der du bereits jetzt, wenn du das Video schaust, anfangen kannst. Die Methode ist völlig kostenlos und eben das Beste ist, sie bringt super viel Struktur in deine Ernährung rein und durch diese Struktur veränderst du eben deine Essgewohnheiten. Und das ganze Thema lautet Wochenplanung. Wenn es dich interessiert, auf was man achten sollte, darum soll es heute gehen. Und ja, viel Spaß mit diesem Video. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann lass doch gerne hier einen Like da, kommentier das Video mit deinen Ernährungsfragen und Wünschen vielleicht für neue Videos und natürlich abonniere einmal hier bei uns den Kanal, damit du eben in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Wenn du dich des Weiteren auch noch für Ernährung interessierst, gibt es bei uns das NutriLife Ernährungsprogramm. In diesem Programm machen wir zum Beispiel solche Sachen wie heute auch gemeinsam. Wenn dich das interessiert, schau gerne auf unserer Website vorbei und trag dich einfach für eine Beratung ein und dann können wir dir mehr dazu erklären. Gut, also schön, dass ihr dabei seid heute bei dem Video zum Thema Wochenplanung. Ein ganz, wie gesagt, einfaches Thema, aber doch eigentlich essentiell und von großem Wert. Also, macht jeder jetzt eine Wochenplanung, der sich gesund ernährt? Nein, auf keinen Fall. Also, es ist nicht so, dass dieses Tool durchgängig benutzt werden sollte. Aber vor allen Dingen, wenn du am Anfang einer Ernährungsumstellung stehst oder dich gerade in einem gewissen Wandel befindest, gibt Struktur immer einen gewissen Halt und dieser Halt und diese Struktur schafft neue Gewohnheit und diese Gewohnheit wird dann natürlich zum festen Bestandteil in deinem Alltag. Und deswegen ist Struktur am Anfang ganz, ganz wichtig, aber du musst sie nicht ein Leben lang genauso beibehalten und musst sie nicht jede Woche diese Arbeit eventuell machen. Aber jetzt eben vor allen Dingen für den Anfang, das wäre der erste große Tipp, wenn du dich in irgendeiner schwierigen Situation befindest mit deiner Ernährung, fange an, Struktur reinzubringen. Welche Struktur oder von was reden wir hier? Also, wir haben die Tage Montag bis Sonntag. Du hast also 7 Tage, du hast 7 Tage zur Auswahl. So, an diesen 7 Tagen hast du 3 Möglichkeiten. Du hast 3-mal die Möglichkeit, etwas Gesundes zu essen. Das ist so dieses klassische, ich esse früh, Mittag und abends etwas. Das ist jetzt erstmal pauschal gesagt. Snacks sind keine vollwertige Mahlzeit. Wer Probleme mit der Ernährung hat, sollte erstmal überhaupt da schauen, dass er 3 vollwertige Mahlzeiten zu sich nimmt. Klar, es gibt das intermittierende Fasten, es gibt das und jenes, aber glaubt mir, fangt erstmal an, eure Nährstoffe zu decken und das geht am besten über 3 verschiedene Mahlzeiten, die jeweils 3 verschiedene Zutaten als Hauptinhalt haben. Und dementsprechend entstehen jetzt 21, also 7 Tage, 3 Mahlzeiten am Tag, 21 mal die Möglichkeit, eine gesunde Entscheidung zu treffen, was Ernährung angeht. Umso mehr Entscheidungen ich einfach so kommen lasse und ich mich quasi nicht vorbereitet habe, umso mehr Entscheidungen fallen vielleicht, ja, gesund oder ungesund, okay, ich nehme doch ungesund, was das Essen angeht. Und wenn ihr einfach das so kommen lasst, diese Entscheidungen, und aus dem Bauch heraus, dann ist es meist, wenn die Ernährung eh schon schwierig ist, meist so, dass es auf irgendein ungesundes Lebensmittel fällt oder dass der größte Teil eurer Ernährung eben ungesund ist, vielleicht nur 30% gesund und die anderen 70 eben vielleicht nicht so. Jetzt geht es darum, bewusst sich diese gesunden Mahlzeiten einzuplanen, um einfach diese Entscheidung schon am Anfang der Woche getroffen zu haben, was man denn eigentlich isst und nicht jeden Tag, wenn die Situation, Stress und so weiter alles schwieriger machen. Also plant das Ganze, wenn ihr entspannt seid. Dann habt ihr in stressigen Situationen ein bisschen weniger zu tun. Das ist auf Arbeit genauso wie in der Ernährung. Und mit diesen 21 Möglichkeiten, das ist so, dass ihr von diesen 21 Mal nicht 21 Mal planen müsst. Weil eine gute Planung beinhaltet einen gewissen Freiraum. Wenn ihr erst damit anfangt, reichen 40% völlig aus. Dann könnt ihr euch auf 30 steigern und das Maximum, was du für eine gesunde und ausbalancierte Ernährung brauchst, sind 20% Freiraum und 80% geplant. Das bedeutet, bei 21 Mahlzeiten hast du 16 bis 17 gesunde Entscheidungen getroffen und diese 16 bis 17 gesunden Entscheidungen machen 4 ungesunde Lebensmittel völlig irrelevant. Also du brauchst dir dann noch nicht mal Gedanken machen, da kannst du, keine Ahnung, Eis, einen ungesunden Hamburger, wie auch immer, das kannst du essen, weil du weißt, diese 4 Entscheidungen, die ungesund sind, werden völlig ausgekontert mit den 17 anderen guten Entscheidungen, die du dann eben schon geplant und getroffen hast.
Und dann, umso weiter du runter gehst, startest du vielleicht erstmal mit 15 oder mit 13 oder mit 11. Also fang da an, wo du dich am besten fühlst. Ganz wichtig, bei einer Planung musst du immer Perfektionismus ausschalten. Ich weiß, das ist schwer, manche sagen ganz oder gar nicht, aber Perfektionismus hat in einer Planung nichts zu suchen, weil du kannst nicht jedes und alles 100% planen. Deswegen fang mit diesen Freiräumen an, 60, 70 oder eben 80%, und 80 ist schon das Maximum und schon fast perfekt. Wenn du jetzt die Planung machst, geht es darum, was planst du denn überhaupt ein und wie stellst du das am besten an? Wenn du alleine bist, relativ einfach. Du machst eine Lebensmittelliste, welche gesunden Lebensmittel schmecken dir. Du schreibst alles mögliche Gemüse auf, Hirse, Quinoa, du schreibst verschiedene Fleischsorten auf, die dir schmecken, und schreibst erstmal alles auf, was dir überhaupt schmeckt. Und dann wirst du eine große Liste haben, vielleicht mit 20, 30 verschiedenen Lebensmitteln. Wenn ihr in einem Haushalt seid, also zwei Personen, dann schreibt jeder seine Liste, oder ihr seid in der Familie, dann schreiben die Kinder, ganz wichtig, die Kinder schreiben auch mit ihrer Liste, was sie denn gern essen möchten. Und auch wenn da jetzt Nuggets oder Pommes draufstehen, das ist erstmal nicht relevant. Wichtig, dass ihr jetzt also eine Liste habt mit den Sachen, die euch schmecken, und dann plant ihr das, was euch schmeckt und gesund ist, auf die Woche ein. Als Beispiel, du hast aufgeschrieben, dass dir Reis, Quinoa und zum Beispiel Hirse schmecken. Das sind alles drei Zutaten, die du relativ einfach vorbereiten kannst und bereits am Montag kochen kannst. Das heißt, du planst dir am Montagabend etwas mehr Zeit ein, eben für die ganze Woche Quinoa zu kochen. Da kann man 500 Gramm Reis kochen und dann hat man ungefähr 1 Kilo Reis, und der hält wirklich bis Ende der Woche. Bei einer Familie natürlich weitaus mehr. Dann hast du den Reis dir schon mal eingeplant und sagst, okay, ich möchte gern erstmal am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag zum Mittag Reis essen oder zum Abendbrot essen, weil es vielleicht heute zu Hause bist. Und dann fängst du an, okay, welches Gemüse passt am besten dazu? Ja, da passt vielleicht ganz gut dazu Paprika, Pak Choi oder andere Sachen, die in den asiatischen Raum oder vietnamesischen Raum gehen, die passen ganz gut vielleicht dazu. Und dann guckst du noch, was für ein Fleisch passt dazu. Wenn du kein Fleisch isst, passt was für ein Fisch zum Beispiel dazu. Und dann planst du dir selber so ein bisschen das Essen ein. Und eben noch nicht mal nach Rezept oder groß, sondern einfach nur, welche drei Zutaten. Im besten Fall hat eine Mahlzeit eine Kohlenhydratquelle, Reis, Quinoa, Hirse. Es gibt auch natürlich verschiedene Nudeln, Dinkelnudeln, wie auch immer, das geht auch. Und dann eine Gemüsequelle, das heißt, alles verschiedene, also Gemüse, was es eben so gibt, regional, guckt euch den letzten Tipp an. Oder einfach, was ihr so immer einkauft an Gemüse. Das kommt mit dazu, dann braucht ihr eine Proteinquelle und eine Fettquelle. Die Fettquelle könnt ihr über Avocados, über Olivenöl, leichte Zugaben zum Beispiel regulieren. Ihr könnt Nüsse mit, also man kann Nüsse im Backofen zum Beispiel rösten und dazu tun. Und natürlich, das Protein muss abgedeckt werden. Meist hat man auch ein etwas protein- und fettreiches Lebensmittel, was beides beinhaltet. Das ist bei Fleisch zum Beispiel der Fall. Aber auch Soja, Tofu, Seitan, all das sind Sachen, die dann eben eine Mahlzeit ergeben. Und probiert euch erstmal aus. Es geht noch nicht darum, eine perfekte Ernährung zu haben, sondern erstmal das etwas auszuprobieren und dir einfach vorzunehmen, wann esse ich was. Und dieser einzelne, allein der Satz reicht schon aus, wann esse ich was. Weil du weißt am Anfang der Woche, was schon ungefähr stressig werden könnte, dann musst du dir schon mal was mitnehmen und so weiter und so fort. Und wenn du da jetzt nochmal Unterstützung brauchst und sagst, ja, ich habe das schon ein bisschen probiert, mein Alltag ist zu stressig, dann wichtig, Hilfe von außen ist immer gut, weil wenn jemand von außen auf deine Situation schaut, ist es nochmal leichter, ein paar Sachen umzusetzen. Und wenn du das machen möchtest, wenn jemand von außen auf deine Ernährung mal drauf schauen sollte, melde dich gerne bei uns auf der Website an, und dann können wir gemeinsam mal eine Wochenplanung machen und eben schauen, was man an der Ernährung sonst bei dir noch verändern könnte. Das war's zu diesem Tipp der Woche. Ich sehe schon wieder, 8 Minuten sind rum, und dann vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast, und wir sehen uns dann beim nächsten Tipp. Bis bald. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann lass doch gerne hier einen Like da. Schreib jetzt in die Kommentare rein, was hältst du zur Wochenplanung? Möchtest du sie umsetzen? Brauchst du Unterstützung? Hast du Fragen dazu? Und natürlich abonniere unseren Kanal, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Und jetzt bis zum nächsten Video.